Am 30. April ist es endlich soweit. Und ganze 26 Jahre nach dem dritten Teil erhält die Streets of Rage-Reihe eine Fortsetzung. Streets of Rage 4 wird zwar nicht direkt von Sega selbst entwickelt, doch dort Emu und Lizard Cube scheinen genau zu wissen, wie sie das Flair der kultigen Mega Drive Brawler in die heutige Zeit bringen können. In diesem Video verraten wir euch jedenfalls 5 Gründe, warum Streets of Rage 4 eine würdige Fortsetzung der Beat'em-Up-Klassiker wird. Fans der Originaltrilogie müssen sich etwas umgewöhnen, denn Streets of Rage 4 setzt nicht mehr auf den 16-Bit-Pixel-Look der Vorgänger. Stattdessen kommt die Fortsetzung modern mit einer handgezeichneten Comic-Grafik daher. Selbst die größten Nostalgiker werden jedoch nach kurzer Zeit aufhören zu nörgeln, denn die Optik ist wirklich wunderschön. Die Charaktermodelle sind knackscharf, die Hintergründe sind wunderbar detailliert und die Animationen sind herrlich geschmeidig. Die Streets of Rage-Reihe wurde nicht nur wegen des spaßigen Gameplays zu einem Mega Drive-Klassiker, sondern auch wegen der treibenden elektronischen Musik, die von Yuzo Koshiro und Motohiro Kawashima komponiert wurde. Vor allem die Stücke, die während der Bosskämpfe spielten, bekam man damals einfach nicht mehr aus dem Kopf. Die beiden genannten Musiker sind auch beim vierten Teil wieder mit an Bord und sorgen mit verschiedenen Kompositionen sowohl für Nostalgie als auch für die benötigte Frische. Mit diesem Sound im Ohr macht es gleich doppelt so viel Freude, fiesen Gangstern auf die Schnauze zu hauen. Mit Axel Stone, Blaze Fielding und Adam Hunter sind gleich 3 aus den ersten 3 Teilen bekannte Charaktere spielbar. Einige Fans waren jedoch enttäuscht, dass statt Max, Skate und Dr. Gilbert Zan nun die Neulinge Cherry Hunter und Floyd Iraya Teil der Kämpferriege sind. Kurz vor Release gab dort Emu jedoch bekannt, dass alle spielbaren Charaktere der Originaltrilogie in ihrem jeweiligen Pixel-Look ebenfalls spielbar sein werden. Als wäre das noch nicht genug, darf man sogar die Musik der ersten beiden Teile aktivieren und auch der Battle Mode ist wieder zurück. Hier können die Helden des Spiels im 1 gegen 1 oder im Team gegeneinander antreten. Die Streets of Rage-Reihe macht auch alleine mächtig Laune. Doch ihr volles Potenzial entfaltete sie stets, wenn man gemeinsam mit einem Freund vor der Konsole saß und zusammen auf die Fieslinge einschlug. Das gilt natürlich auch für den vierten Teil. Bei unseren bisherigen Hands-on-Möglichkeiten kam im lokalen Koop die gleiche Gaudi auf wie damals bei den alten Teilen. Umso schöner, dass die Entwickler den Koop-Modus erweitert haben. Lokal dürfen nun gleich 4 Helden gemeinsam gegen das Verbrechen auf den Straßen kämpfen. Einen Online-Multiplayer bietet Streets of Rage aber natürlich auch. Hier dürfen jedoch nur 2 Spieler gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen. Die 3 vorherigen Teile von Streets of Rage überzeugten mit simplem, aber enorm spaßigen Gameplay. Ja, man lief nur von links nach rechts und verprügelte böse Buben. Aber gepaart mit den satten Soundeffekten und der genauen Steuerung war es einfach super befriedigend, dem kriminellen Gesocks die Visagen zu zertrümmern. Besonders die Bosskämpfe gegen teils ziemlich abgefahrene Gegner machten den Charme der Reihe aus. Umso schöner, dass die Action für Teil 4 sogar erweitert wurde. Es gibt nun noch viel mehr Waffen, mit denen man die Feinde verprügeln kann. Zudem kann man neue, noch mächtigere Spezialattacken ausführen und das Kampfsystem ist jetzt kombolastiger. Wer die alten Teile gespielt hat, wird sich ein wenig umgewöhnen müssen. Doch bereits nach kurzer Zeit verkettet man gekonnt mehrere Angriffe und kloppt die Gangster stylischer denn je durch die Level. Die Kämpfe versprühen immer noch das Flair von damals, fühlen sich aber viel moderner an. Streets of Rage 4 gelingt also der schwierige Spagat zwischen Nostalgie und frischem Spielgefühl. Freut ihr euch auf Streets of Rage 4? Schreibt es uns in den Kommentarbereich und lasst uns auch ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.